Ohren oder wie es auch heißen sammeln, Dings hier. Guck mal, hier sieht doch was leucht. Da. Was ist da unten? Eine Kochstelle. Los, also hier unten wäre wieder so ein kleines Dörfchen. Was wir nicht nehmen können, weil ja verseucht ist. Ja. Ah, Level 19 ist hart, also Level 19. Ja, wir sind ja gerade mal Level 11 von unserer Ausrüstung her. Also da können wir uns ganz getrost von verabschieden. Ja, und das eigentlich ja auch nur dank, dank dem Bogen jetzt eigentlich nur, ne? Ja. Also wir müssen ein grausames Rudel finden. Hier ist eine Federklinge. Hier sind, ist eine Fährte. Ja. Aber man kann mit dem Bogen auf jeden Fall nicht mehr krass sprinten. Au! Jude. Alter, diese Suche getan, ne? Ohne Witz. Den kannst du nicht ernten. Nee, was? Man kann es ja trotzdem. Einer fehlt noch. Ja. Oh, das hohe Gras ist aber auch anstrengend, ja? Ja, das ist richtig anstrengend. Also, bin ich ehrlich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier drüben. In diese Richtung. Komm, put, 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 put. Sind sogar noch zwei. Okay. Ja. Ja, hier. Einer ist tot. Das sind noch drei, Junge. Ah, die sind auch tot. Ist das da? Boah, die wäre jetzt schön zu sammeln, Bin ich ja ehrlich. Eine ausgezeichnete Dings hier. Die ist da drauf gelandet. Nee, nicht die Wollsamen, hätte ich mal gesagt. Sondern? Hier ist so eine Dings. Ach so, ja. Und eine Federklinge. Und die wird schon angezeigt als epische Dings. Also als ausgezeichnete Frucht. Ja, schade, ne, dass das nicht geht, ey. Oh. Achtung hinter dir. Oha! Wieso? Digga, wenn die dich einmal hauen, Alter, dann fliegst du aber auch so ein bisschen, ne? Warum haben wir da ein Problem, Schatzi? Ne, wieso? Drei für Samuel, zwei für Emir, ja. Ja. Ich weiß nicht, was du alles eingepackt hast. Wir haben gesagt, drei kriegt Samuel zu Weihnachten und zwei Emir, ja. So, gibt's denn hier noch was in der Nähe zu erledigen? Ich mach mal im Looky Looky. Questi. Also Tatsache, wollen wir die Hauptquest machen, Alter? Wir sind ja jetzt Level 11. Also wollen wir noch mal eben kurz eine Raucherpause machen, bevor wir dann rumhuschen? Ja, warte, dann gehe ich Pipi machen, oder? Genau, da würde ich nämlich einfach... Bei Jägers ist mit drin, ne? Kahns Bonus auf Wildtiere. Beim Jagen erbeutest. Boah, ich habe 5 Fähigkeitspunkte. Aber ich will doch gar nicht. Ich will sammeln. Doppelte Menge normaler Munition. Okay, ich habe nur noch 1 Skillpunkt. Verdopple die Menge, die du an Kochzutaten, beim Sammeln erhältst. Also ich kann dir sagen, es regnet gerade und ich glaube, es war doch hier in der Nähe Dings, oder nicht? Ja, weit weg waren sie nicht, warte mal. Ja,
Ich habe schon wieder G geworfen, ich Idiot. Los, lass mich aufsteigen. Ein bisschen schnell hier hoch. Oder war das nicht hier hoch? Nee. Oder? Es regnet nicht mehr. Hat doch ein bisschen noch. Nee, hier ist. Hier oben ist trocken. Ja, dann hat sich das auch schon wieder gelutscht. So, achso, Hauptquest wollten wir verfolgen, ne? Die Kluft der Tränen, ja. Ey, da sind hier viele wilder Natterwolf, okay. Dann geht es jetzt zur nächsten Quest. Du da, wir machen jetzt eine Quest. Hey, du da, day. Hier unten sind ADAs, du da. Wir werden wieder zurückkommen. Ah ja, du bist frei. Kann ich das hauen? Nö, kann ich nicht. Doch, kann ich. Haha, cool. Hier sich freut. Oh, Knöchelschutz. Ja, du brauchst halt nicht immer einen Pfeil dran verschwenden, sondern du kannst einfach mal der Faust draufhauen. So. Ich hab einen Brustschutz bekommen. Wuhu. Ist ja wenigstens besser. Schlechter. Nee. Der macht mich ja noch schlechter, aber jetzt muss ich mir Fähigkeitenpunkte verteilen hier. Bitte, danke. So. Ah, doch, meiner hat ein bisschen besser gemacht. Der macht schlechter, das kann ich mir fast denken. Das ist ein Heilungsboiler, will der die hin? Auch schlechter. Was habe ich jetzt Neues? Mächtiger Schleuderstock, erfahrener Jäger. Na komm, ich nehme erstmal das da. Beim Ausschlachten von MPAs findest du manchmal Ersatzteile. Boah. Ja, nehmen wir das da. Na, das ist ja cool. Ich habe in meiner Speerschleuder 13 von 12 Pfeilen. Hä? Hier ist auch eine... Was ist hier? Eine Kiste. Ein Lebensmittelbehälter. Achso, jo. So war nicht schlimm. Könnte ich mal wieder gebrauchen. So, einmal eben hier schnabulieren und dann einmal reingreifen. Die Karte nehme ich nichts mehr davon. Hier ist wieder so ein kleines Dörfchen, glaube ich. Waren wir hier schon? Achso, du bist weiter geflogen. Naja, aber. Nee, ich bin hier nur das nächste Dörfchen geflogen. Nicht aufpasst. Ja. Ich glaube, diesen Stinkmorchelpilz, in den ich vorhin reingeflogen bin, der war nicht mehr gut. Niemand erkennt so gut wie Nessim, was uns bedroht. Und warum liegen hier. Säbelpanther? Lebt ihr noch? Sturmgleiterei wünschen die sich hier, Alter. Was stimmt denn mit euch nicht? Noch nie gehört. Sammeln. Ich glaube, wir brauchen mehr Spiel. Wir liegen erstmal tote Tiere zum Sammeln. Ohohoho. Echt? Hier ist noch einer, falls du möchtest. Ich guck gerade hier mal, was ich so herstellen kann. Sammle ich das selber. Boah, ich kann den Bogen nämlich besser machen. Achso, ja, aber auch nicht viel besser. Sie gehen in die Ebene. Das ist ehrwürdig, aber es ist schöner zu sagen, dass sie die Reiter suchen. Und leichter zu akzeptieren. Das ergibt Sinn. Und es hat eine Art von melancholischer Poesie.
kann mittlerweile so weit springen, ne? Hm. Das ist übel. Hallo? Hallo? Na, was kann ich herstellen? Ich kann herstellen... Haben wir nicht einen neuen Plan auch für einen Bogen bekommen? Ich glaube nicht. Protokoll? Entwürfe. Doch, hier. Schwerer Bogen. Aber den können wir an der Werkbank hier nicht herstellen. Hm. Tell me why. Da, 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 da. 56 Gesundheit würde das machen. Ich habe 54. Das ist akzeptabel. Ah, der Lendenschurz. Ich brauche neue. Ich auch. Das, dieses Ausrufezeichen gibt es so gegen den Strich. Ist denn hier irgendwo ein Gabenbeutel? Digga, dass der auch nicht immer direkt vor mir landet, ja? Ich weiß nicht, was er da hinten immer will, der Kleiner. Ja, das verstehe ich auch nicht. So, das kann weg. Das kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Richtig still. Richtig still. Hört auf zu schreien! Die anderen sind in Kontrolle! Ja. Eine Muschel ist in Ordnung. So, hier. Nehmt hin! Nehmt dies! Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Händler haben sie ja nicht, ne? Oh, hier ist auch ein Kistchen. Oho! Hast du den hier schon gefunden? Peter? Was ist denn da? Ein Lebensmittelkorb. Ich habe da eine ausgezeichnete Brandfrucht rausgezogen. Nee, hab ich nicht. Ich guck gleich. Ich hab hier gerade so ein kleines Lager kurz platt gemacht. Achso, ich dachte, du hättest ein kleines Tätere-Tät. Mmh, sowohl als auch. Also ich habe hier irgendwo in der Nähe einen Fingermichbaum auf jeden Fall. Mmh. Auf jeden Fall noch nicht. Also hier wäre noch einer auf der Karte. Und irgendwo war hier auch das Quest, nämlich. Oh. Ja, die ist hinter dem Dings. Ach so. Hinter den Bergen. Wo ist er denn jetzt schon wieder gelandet hier? Bei den sieben Zwergen. Gibt denn hier was zu looten? Na, ich glaube eine Vorratskiste. Also eine grüne und eine gelbe. Hier ist eine Munitionskiste. Da kann ich meine Granaten wieder aufsammeln. Da ist er da. Junge. Grün? Stimmt denn nicht mit dir, Junge? Was stimmt denn nicht mit dir? Lebensmittelbehälter ist wieder voll. Dann essen wir die 50%ige und sammeln die da. Bin mal gespannt, wann bei mir dieser Dreck den Modus hier wieder aufhört. Ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch irgendwas ist von deinen ganzen Fähigkeiten oder sonst irgendwas, dass du noch bessere Tarnung hast. Ja, ich bin vorhin durch so eine Dreckspflanze durchgeflogen. Achso, das ist keine Fingermichpflanze, Stinker. Okay. Das sind so Silberflügelmotten, da musst du den Baum anfingen und diesen Motten hinterherlaufen. Achso, der ist hier. Habe ich gerade keine Lust drauf. Ja. Da muss man immer viel zu lange laufen. Ja. Also wie gesagt, bei 1,2 Kilometern bei meiner Markierung, also bei dir pink, da hätten wir doch noch ein Fingermichbäumchen. Hm.
Er ist auch quasi in Questrichtung. Die Kluft der Tränen muss Sul warnen. Findest du Suls Lager, der Kluft der Tränen? Ja, ich warte hier eigentlich nur auf dich. Ich wusste gar nicht, dass ich schon da bin. Ja. Wo bist du denn? Ah, du bist schon vor mir. Da. Ja, mein Welt vorgeflogen. Ja, ich bin eigentlich nur zur Quest jetzt geflogen. Kochzutat, verborgene Frucht. Viecher, die Bäume. Wo habe ich das denn jetzt gerade gefunden? Also hier wäre noch ein Vorratsdings, Materialkorb. Wenn du Bock hast. Das darf genau jetzt anfangen zu regnen. Ja, weil hier die Dinger sind, ne? Oben auf Felsvorsprung. Hab ich auch schon gesehen. Aber sonst habe ich jetzt hier gerade nichts gesehen, außer Tiefen. Da hier ist ja auch nichts. Dann gehen wir hier mal runter, wa? Ja, oder wir gehen 400 Meter erstmal in diese Richtung. Also Richtung Süden, dann können wir die Finger, ich bäume hier noch einmal an. Achso, da, ja, der pinke Pin, ne? Genau. Bei dir pink, bei mir grün. Ich laufe und du bist faul und fliegst. Natürlich bin ich faul und fliege. Achso, weil der oben drauf ist, ne? Nö. Gut. Das ist eine Höhle. Eine Höhle. Also jetzt sieht es aus wie eine Höhle. Ich bin gleich da. Warte. Ich. Bitte warte. Ich bin ja gerade sowieso gefangen. Das ist nicht ikranengerecht hier. Lande doch, Bruder. Was stimmt denn nicht mit dir? Kann ich hier nicht unten das. Weißt du was? Lass mich einfach runter. Geh weg. Hau ab. Hier ist auch ein Materialkörbchen. So, wo ist der denn jetzt hier? Warte. Ach, da oben. Heilschaden im Wasser. So, hier ist ein Materialkörbchen, das habe ich schon mal. Eine Federklingensamen ausgezeichnet. Nice, dann brauchen wir gar nicht warm, bis diese Blumen sich hier gegenseitig anspritzen, wa? Genau. wo ist denn aber der Fingermichbaum? Wo bist du denn? Na, ich bin hier neben deinem Ikran. Ja, da musst du runterkommen hier. Hier ist ein Loch. Wo? Warte, ich komm hoch. An der Decke gesprungen? Ja, hier in das Wasser, oder was? Nö, nicht in das Wasser unbedingt. Das reicht, wenn du quasi hier ums Wasser rumgehst. Da, hallo. Bäumchen ist genau hier. Da. Au. Psst. Gefinger. Also da brauchst du nicht zwangsläufig ins Wasser reingehen. Ach, hier war nichts. Aber ich habe gerade gesehen, hier rum geht noch so eine kleine Bucht, da hast du ja noch ein paar Kisten. Und das rappelt in der Kiste. Ach, hier oben ein ist noch Feuersamen mehr. In ausgezeichnet. Hier ist noch mehr. Einmal ein Essenskörbchen und ein Materialkörbchen. Ich komme. Essenskörbchen und Materialkörbchen. Was haben wir diesmal? Ja. Fleische besser. Aber ich habe zweimal was in ausgezeichnet. Brauchten wir nicht sogar diese eine Dings in ausgezeichnet? Nö, eigentlich nicht. Diese Samenklinge da, die wir die ganze Zeit haben wollten? Ne, ich wollte den haben, weil ich die blöde Pflanze nicht ernten kann. So. Hier oben auf dem Felsen ist auch nochmal eine Materialkiste. Die habe ich schon gehabt. Achso, ich nicht. Die hatte ich schon. Steig ab. Genau hier. Tschüss. Er düst erstmal auf und davon. Ich bin ich habe Hirschflügler Ameisennektar bekommen. Digga. Oh, Name, ey. Das wird ja immer komplizierter. wo ist mein Kram jetzt hin? Da ist noch eine. Kaffee trinken.
Z-Haare-Perlen. Oh, die sind aber wichtig. Das habe ich ja irgendwo gesehen. Die brauchen wir zum Einkaufen. Mhm. Bei irgendeinem Händler. Ich warte eben auf dich. Ich komme. Fliege ich über die Sturmwinde? Ne, ich muss ja unten runter, ne? Oh. Bin da. Ja. Sag du, wie? Oha. Ein heftiges Skelett. Gut. Ach, das ist sein Lager, wa? Weiß ich nicht. Ich bin erstmal schön ins Auge gerutscht. Ich wollte ins Auge rein, aber hat nicht gepasst. Hier ist. Müssen wir vielleicht. Ruheplatz. Ah. Was für alles klar, ein danke fürs Zuschauen. Schlaf gut. Ich kenne das Kind. Bis morgen. So soll dir nichts tun. Genau wie mein bester Käse ist er unter der Rinde ganz weich. Hörst du das, Sasem? So süße Lügen von meinem alten Leder. Minang schickt mich. Hier ist es nicht sicher. Es ist nirgends sicher. Du könntest morgen in eine Schlucht stürzen. Oder Sakro zertrampeln dich. köstlich, säuerlich und zischend wie eine Skorpiondiste. Die Himmelsmenschen suchen diesen Ort. Die Sarentu sind zurück? Kin, was hast du mir denn sonst noch verheimlicht? Da gibt's noch was. Die Sakru fliegen nun wie die Ikran. Du wirst nicht glauben, wie wir sie jetzt melken. Ah, trink nur, Sarentu. Hier gibt's nichts für die Himmelsmenschen. Doch, gibt es. Sie wollen die Stoßzähne. Wie beliebt wir doch bei all unseren Freunden und Feinden sind. Bitte, kommt mit. Unmöglich. Sasem braucht Hilfe beim Summen, nicht wahr? Ihr wollt dafür sterben? Susul, wir sollten zuhören. Zuhören? Wie kann ich zuhören, wenn ich das hier hören muss? Das Heulen? Die Flöten. Ihre Summen soll beruhigen. Den Kindern Ewas tiefen Frieden bringen. Nicht so. Trauernd. Verstimmt. Ruhelos. Ich muss sie stimmen. Kann ich das tun? Würdet ihr dann gehen? Gib deine Bürde ab. Dann gehen wir nach Hause und feiern deine Rückkehr. Ich könnte zum Clan zurückkehren. Nach so langer Zeit. Worauf wartest du, Sarentu? Keine Zeit, auf Wind herumzukauen. Ja, gut. Ist denn ja, das dieser Akzent ist aber auch schon wieder anders wild. Als ich meine Bürde nahm, gab ich mich auf einen langen Weg. Als ob es alles Rissen sind. Aber ich gab nicht. Hier ist irgendwas. Dann fand ich Sasem und die anderen. Nimm sie doch mit. Nee. Ein gutes. Gute Nacht. Hier. Bis morgen früh. Dann halt sie fest. So, ja, aber ich kann hier nichts machen. Achso, doch, hier ist eine Vorratskiste. Nein, da ist ein Materialkörbchen. Ja, Feuersamen, wenn ihn besser. So, wo ist jetzt hier unser Russe hin? Da. Als ich meine Bürde nahm, gab ich mich auf einen langen Weg. Gefahrvoll, aber ich gab nicht auf. Dann fand ich Sas. Ja, das hast du ja nur du machen. Als ich meine Bürde nahm, gab ich mich auf einen langen Weg. Das hast du gerade schon mal gesagt. Gefahrvoll, aber ich gab nicht auf. Dann fand ich Sasem und die anderen. Ein gutes Zuhause. Wiederholt Sicherheit. Dich. Und eine Aufgabe. Die Sakru vergessen nie. Manche kommen immer noch zum Trauern. Unsere Vorfahren schufen diese Flöten. Um die Trauer zu lindern. Die Flöten kümmern sich um die Sakru. Und wir kümmern uns um die Flöten. Mit der Zeit lockern sich ihre Seile.
Deshalb klingt es wie ein Heulen, wie du sagst. Mit dem Stimmstab kannst du sie wieder straffen. Versuch's mal! Wirklich sehr gut! Ist nicht dein erstes Mal, oder? Nein. Nope. Ein geheimnisvolles Lied. Wunderschön. Jedes Mal, wenn wir in der Nähe dieser Kluft waren, sind die Musiker hergekommen, um die Windflöten zu stimmen. Nachdem die Arbeit getan war, haben sie in der Klippenhöhle gefeiert. Versunken in ihrem Lied. Die Pflege dieser Flöten wurde von Generation zu Generation weitergeführt. Deshalb wolltest du nicht gehen. Vertrau mir. Ich werde mich um sie kümmern. Behalte die Höhle in Erinnerung, wenn du fertig bist. Genieße die Früchte deiner Arbeit und den Frieden. Das kriegen wir hin. Das war die Hauptquest? Nee. Ein Teil der Hauptquest. Aber wie du siehst, ist hier nicht nur eine Flöte zu flöten. Da hinten ist noch eine Flöte zum Flöten. Ich bin in der Kluft. Drei Flöten zu flöten. Nähern sich Hardings Wilderer? Ich belausche sie. Sie suchen nach irgendwelchen Knochen. Sind aber weit weg von deiner Position. Okay, okay. Aber du machst das schon. Ich darf ja sowieso nicht. Sind dort noch mehr Sachen? Leider. Naja, ihre Gräber. Eine riesige Gedenkstätte. Der Wind bläst durch diese riesigen Musikinstrumente. Oh, hier ist eine Höhle. Aber sie sind verstimmt. Deshalb klingt es, als würde die Kluft heulen. Ah, das würde ich gern sehen. Hast du gesehen, wo ich rein bin? Gemeinsam herkommen. Unten, ne? Wenn alles ja, vorbei hier ist eine Höhle. Ja, vielleicht dann. Ja, wir haben auch hier irgendwo... Da drüben ist ein Leuchtebaum. Ein Fingermichbäumchen. Ich konnte ihn eben irgendwo... scannen. Da. Jetzt darf ich den da nicht... Warte. Fingerling. Aua. Au. Kopf geschnitten. So, wobei ist das Bäumchen? Bäumchen wären Träumchen. Ich weiß nicht. Was ist da Wasser? Das Wasser leuchtet pink. Erstmal nochmal einen Pilz sammeln. Es ist auf jeden Fall nicht nachts. Nee. Au, 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 au. Was habe ich hier gefunden? Untersuchen. Den haben wir auch gestimmt. Klingt jetzt besser. Hast du das Fingermichbäumchen schon angefingert? Nö, ich hab's doch gar nicht gefunden. Das soll irgendwo unter uns sein. Warte mal, hier geht's weiter. Hab ich gefunden. Ich weiß gar nicht, wo du bist, Leute. Und ich will bei diesem Tüppel. Wo ich sag, da muss man mal einen Pilz hier sammeln. Ach da. Ja, so einen Pilz hab ich auch schon. Also einen Pilz hab ich sogar noch stehen lassen für dich, falls du möchtest. Voll nett von dir. Ja. So, und wo war der Fingerbaum? Ja, einmal durch die Lücke gerutscht. Bing. Hallo. Hi. So. Ich hab so einen roten Punkt hier im Wasser. Kommen wir denn hier wieder raus? Hier schon mal nicht. Mal hier und hier. Au. Okay. Ja, hier was. Ich hasse Höhlen. Genau, so. Also den da oben habe ich schon angefingert. Ja, wir haben jetzt hier... Oh, was bist du denn? Ein Skunk. Oh ja. Du müsstest tot sein. So, da ist noch einer zum Anfingern und da ist noch einer zum Anfingern. Aber der hier rechts ist näher dran.
Richtig, richtig. Jetzt sollen wir sterben. Oh, oh. Ja. Ich muss mich beeilen. Danke für deine Gaben. Oh, ich habe ausgezeichneten Kram bekommen von dem Vieh. Neu, geilo.